Franziska, heute Abend Tribute to Bambi ein bisschen anders, ein bisschen gesetzter. Was hat dir denn ganz besonders gefallen? Also im Gegensatz zu den letzten Jahren ist es ja so, dass wirklich alle mal wirklich zuhören mussten. Und die letzten Jahre wurde das ja eher mal so vor Glühen, vor Party für den Bambi angesehen. Und im Grunde genommen hat gar keiner so richtig mitbekommen, worum es eigentlich ging. Und jetzt hat man es wirklich so face to face, manchmal auch sehr hart. Mir kamen zwischenzeitlich wirklich sehr die Tränen, gerade wo es ums Kinderhospiz ging. Weil natürlich eigentlich will man damit nicht konfrontiert werden. Aber so ist es eigentlich das Beste, weil so werden die Leute aufmerksam. Du hast es eben gerade angesprochen. Charity-Aspekt wird ganz groß geschrieben. Wie hilfst du denn im Alltag den Menschen für ein besseres Miteinander? Jetzt gar nicht Geld spenden, Charity, sondern was machst du, damit den Leuten in deinem Umfeld es besser geht? Also ich bin ja sowieso eher immer ein sehr positiver Mensch und ich versuche eigentlich den ganzen Tag zu lachen und ich hoffe, dass es ein bisschen ansteckt, und weil viele Leute gar nicht mehr so das rüberbringen, als würden sie viel zu lachen haben im Leben oder einfach nur ja, positiv und optimistisch durchs Leben zu gehen. Und wenn man da schon mal anfängt, ich glaube, das hilft schon ungemein.